Okay. Also Leute, der Typ ist ein Möchtegern-Riven-Spieler. Das sehe ich daran, dass er mich wahrscheinlich one-shotten wird. Ich glaube, ich mit dem Dorans Blade starte. Der Dorans Blade oder Dorans Ring, du entscheidest. Dorans Ring. Okay. Der wahre Mann. First Blood Level 2 im DC. First Blood Level 2? Okay, let's go. Hast du Ignite dabei? Oh, ich habe Exhaust. Digga, nochmal habe ich Exhaust dabei! Du ein unekliger Cheeser, Alter. Ignite ist kein Cheesen? Stimmt, er ist ja so auf Ignite vorbereitet, ne? That's got a sting! Startet Udia Botzeit? Er gibt Botlane! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, eigentlich, ne, finde ich es gut, dass mein Jungler Topside startet. Also, ist, im Normalfall ist es so. Oh, der Typ, der ist Faker. Der ist Faker. Ich glaube, meine Botlane hätte gerade Grom eh nicht gemacht. Jenna, Jin ist nicht gut dafür. Er hätte Jenna vorgehen lassen sollen. Sie sind viel zu früh reingegangen. Die können jetzt immer noch den Scheiß machen. Whatever. Okay, machen sie nicht. Nein! Was? Okay, Udi hat's bekommen. Udi hat's bekommen. Ich kann da nicht reingehen. Ich muss hier so rein warden. Okay, Riven hat's nicht bekommen. Riven hat's nicht bekommen. Ist fine. Ah, ich hab meinen Auto gecancelt. Schade, darauf muss ich leider mal. Leute, ist ja Dorenschild. Ich habe jetzt noch einen Punkt in den E reingesteckt. Ich werde auch mit E-Max wahrscheinlich spielen. Ich gehe aber davon aus, dass Uli auch gleich hier sein wird. Oder auch nicht? Okay, nice. Nice, kennen die Knight? Und sie darf recallen. Die wählt gerade so viel CS, die Knight. Holy shit. Ich push das nicht rein. Sollte eigentlich Slow, oder? Ich muss zwei, oder? Ne, okay, doch, es wird Slow pushen. Ja, spätestens jetzt wird es Slow pushen. Nice, Udi ist auf Botlane. Oh mein Gott, das ist so gut für mich. Ja, direkt wieder in die Base mit dir. Es ist immer wichtig, dass ich ins Gebüsch wieder reingehe, weil ich damit die Agro wieder resette.
Und damit erhalte ich halt weiter den Push in meine Richtung. Mehr, also so ein bisschen. Ich kann das damit halt so ein bisschen freezen. Okay. Ist wahrscheinlich wieder in die Base gegangen. Ja, ist sie. Okay. Oh, krieg ich die noch? Nee, krieg ich nicht. Nice, Leute, ich hab oh, ich hab voll die guten CS-Lead. Wo ist mein Förster, hä? Gar nicht, ich hab aber dafür 23 Minutes mehr. Omegray? Bist du es wirklich? Tief bist du gedroppt, dass du Tifo spielst. Auf Untermenschen-Level. Auf Untermenschen-Elo. Holst du dir Gunblade? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Ich warte dann nicht ins Gebüsch rein. Einfach nur, weil ich nicht weiß, ob Udi da ist. Sollte ich das Face checken, könnte ich halt richtig RIP sein. Oder, oh, wieso der Schwung? Oh mein Gott, bin ich boostet. Ich hab jetzt gerade die ganze Wave gefickt. Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, Udi ist jetzt hier. Sie bewegt sich jetzt gerade. Sie hat gerade eine komische Zockung gemacht. Ja, Udi war Topside. Ey, ich hätte das gar nicht pushen sollen, fällt mir auf. Ja. Ja. Alles klar, ist ja kein Ding. Wie wieder das passiert? Oder ich komme einfach da, weil ich kenne. Ja, sie muss wieder basen. Zu Hafer bei Mobile. Aber ich bin in 3 Minuten da. Wie geht's los? Okay, dann bleib ich. Lol, dein Ernst? 10 Minuten, okay, 10 Minuten perfekt. Alles klar. Bis gleich. Wofür bleibt die? Warte, ich stack hier kurz die Minion Wave hoch. Dass der Pilz hier so viel. Ja, stimmt. Nämlich Damage macht. Okay, Leute, ich habe jetzt das Doppelte von ihrer CS. Boah, Digga, da überforderst du mich jetzt, ey. Soll ich einfach Ochsen zur Warnung kommen? Ja. Ja, Riven ist ja aus dem Spiel raus. Echt? Ich hole mir mal hier CDR-Boots. Ja, ich frag mich jetzt bestimmt Silvi, wofür CDR-Boots? Ja, ganz einfach, ich will damit einen No- und Cooldown auf Flash und auf Exhaust haben. Ja. Zwei Pings, ja, das war aus. Die. Eigentlich war das aus Versehen, aber das ist kein Problem. Jetzt freeze ich erstmal wieder ein bisschen. Ich verliere jetzt hier ein bisschen CS, aber im Großen und Ganzen pusht das weiterhin in meine Richtung. Das ist fein für mich. Ey, warte, Moment mal. Was macht sie jetzt in der Mitte? Wo ist deine Fahrkarte immer? Was? In meinem Poppy. Nee, oder? Oh, ich hab den Schub verkackt. Lull. Sie denkt echt, sie kriegt den Farm hier. Sie denkt echt, sie kriegt den Farm hier. Geh weg, du Opfer. Hm.
Ich verschieb die Pinkwood mal. Weil jetzt weiß sie, dass hinten eine Pinkwood ist. Ist Riven Bot? Okay, doch, jetzt geht sie Bot. Das heißt, wenn sie Uli sagen wird, komm zum Ganken. Wird sie sagen, dass hinten eine Pinkwood ist. Deswegen habe ich die jetzt verschoben. Ne, warte, die Minis, die nahe ich auch noch. Ich chunk den Tower erstmal nur an. Danach lasse ich nur noch Minions reinlaufen. Stimmen los, ich bin so in 2 Stunden wieder. Naja. Tschüss. Tschüss. Okay, nice. Meine Maus- und Tastatureinstellungen. I guess. Hier, das ist eigentlich alles normal, mehr oder weniger. LOL! Okay. Okay, ist fein. Ich hab leider den Schuh nicht schnell genug rausbekommen. Ari no F, Riven no F. Ich habe 2 Flashes auch noch bekommen. Ich hole lieber Gunblade. Gunblade scheint mir besser als Protobelt zu sein. Ich habe immer noch das Doppelte von ihrer CS. Also fast das Doppelte. Ne, ich habe das Doppelte. Also aggressives Bewegen auf Leertaste? Nein, ich habe das auf C. Leertaste ist einfach nur Champion auf mich richten. Ich meine, die Kamera auf mich richten. Deswegen habe ich auch manchmal das Problem, dass ich mich, wenn ich solche Fettfinger habe, dass ich auf Flash drauf komme, obwohl ich auf Attack Move drücken wollte. Irgendjemand ist hier. Ja. Leute, das könnt ihr teilweise so einfach bemerken, dass jemand da ist. Ihr müsst einfach nur kurz gucken, wie sich euer Gegner auf einmal anders bewegt. Sie hätte gar keinen Grund, so weit vorne zu stehen. Leute, Botnet Tower, ne? You shall not pass! Leute, wie ich den Uli einfach hier halte. Unlucky Jungler. Fühlt's Batman! Das ist soweit schlecht für ihn, weil er kriegt im Jungle mehr Erfahrung und mehr Gold als auf der Lane. You shall not
Farm! Oh, oh, okay, sogar kassier. I'm out. Warte, ich verteile meinen Hodenpilz nochmal hier und dort. Gunblade, Gunblade, two fish in my Gunblade, oh, two. Hängt an einem Netz. Pass auf, er ist ein Gunblade. Soll ich mein Netz spinnen? Fühlt sich mechanisch gesegnet mit Timo. Ich fühle mich, als würde mein Penis gerade um 2 cm schrumpfen. Fühlt's bei mir? Er ist mobil. Er ist klein. Und er hat ein Gunblade. Leute, stellt euch das mal vor, wenn euch irgend so ein kleiner Popel mit so einem Gunblade bedrohen würde. Ich muss eigentlich nur weit in Top-Lane bleiben. Ich mach zwar nicht wirklich Kills, ne? Aber ich pressure die Lane übelst sick. Timo. Timo tut, was immer der Captain Timo auch tut. Push die Lane und er ist gemein. Pass auf, es ist Captain Timo. Riven! Nein! Riven Senpai! Nein! Nein! Oh, 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 Baby! Wo war ich nochmal? Timo, Timo. Er flasht und macht einen Auto-Attack. Riven stirbt und er macht Gold. Pass auf! Es ist der APT-Hibo. Oder vielleicht ist er gar nicht Timo, sondern er ist Batman. Leute, habt ihr Timo und Batman schon mal im selben Raum gesehen? Ich glaube nicht. Weil er ist Batman. Timo, Timo, sidestepped, Riven Ulti, bam badam, bam, bam badam. Keine Ahnung, die ist bestimmt nicht davon ausgegangen, dass ich in sie reinlaufe. Wo war ich nochmal? Silfi. Bamparam. Bamparam, bamparam, bamparam. Ja, das sieht doch gut aus. Das. Let's go. Let's go, boys. Let me go top. Silfi, willst du die Season of Change kommen? Ja, klar. Also kommt, Leute. Das war doch wohl gut gespielt von mir, dass ich in sie reinlaufe. Ihr könnt natürlich sagen, dass sie bad ist. Ihr könnt aber auch sagen, dass ich gut bin. Two v one. Ich sustaine im 2v1. Gunblade, das heilt mich. Wieso habe ich den Heapod gezogen? Wieso habe ich das? Holy shit, das dauert viel zu lange. Ey, wait, what? Ne? Ich bin auch hier. Hey, Nocturne. Mein Nocturne, Bro. Hextacke, Gunblade! Mach den Tower! Oh, der Blight! Timo, mate! Oh, Ari, komm, just a prank, bro, just a prank. Sugoi, Sugoi, this! Okay, ich hab mein Ding jetzt. Mein Ludens. Der Luden ist eine Hure. Ey, die Riven outfarmt mich fast. Verdammt! Wo ist meine Doppel-DCS? Oh, nein! Du weißt nicht, ob ich Batman bin. Nicht mal Batman weiß das. Oh, 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 Sugoi!
Ihr kriegt alle meinen Pilz. Die Firma hat Gold-Promo. Mit einem Sieg wünsche ich mir Luck. Nein. Nein. Bestimmt bist du noch einer, der mir jetzt gleich sagt, oh, ich main Yasuo. 5000 LP. Mastery Points, Yasuo. Und dann wusstest du nicht mal, dass ich Batman bin. Nein, normal wünsche ich dir Good Luck. Good Luck. Digga, denkst du, du kannst dir meinen Kollegen anmachen oder was? Komm her. Komm her. Oh, sie hat mich gestunt, sie hat mich outspielt. Hä? Denkst du, du kommst weg? Okay, ist gleich top in Form. Digga, calm down, Cowboy. Die brauchen mich nicht mal! Ich verpasse gerade Farm. Rabadons? Ja, Rabadons. Outplay-Button? Nein, Quatsch. Timo hat keinen Outplay-Button. Nein, ich meine Gangplank, Rengo und Lee und Vayne. Die erste Hälfte war gut, die zweite Hälfte hat mich getriggert. Oh mein Gott! Vielleicht bin ich ja durch die Zeit gereist und es hat mich gar nicht getriggert! Nein, Spaß. Nein, mal guten Tag, Digi. Wirklich guten Tag. Ey, ich bin voll gefeedet, fällt mir auf. Mein Hodenpilz! Nein! Sidestep. What? Sidestep. Noch ein Sidestep. Gunblade. One-Shot. Oh, Sidestep. Sidestep. Nein, Jenna, du Hure! Team? Team, hallo? Jenna hat ihr Bestes gegeben. Aber du Fotze, das war nicht gut genug. Was? Kennst du einen Streamer? Der hat immer so was. Wenn er so nett was in den Spiel auslöst, würde er sich übelst freuen. Nein, ich hauste nicht einfach so, Leute. Er ist am Inten. Er ist am Inten! Script live und streamen. Ey, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Jenna hätte mich schilden können und danach Ulti machen, aber ich weiß nicht, ob sie ihr Schild bereits benutzt hat. Ich bin Silber und Yasumi. Frag dich jetzt noch bitte, warum du nur Silber bist. Los, frag dich. Frag dich, warum du Silber bist. Ey, ich hab voll wenig CDA, fällt mir auf. Da ist jemand im Gebüsch. Sidestep. Ah, Anarchy. Oh, Riven! Riven, ich bitte. Okay, Leute, ich mache jetzt 2v1. Okay, er hat ihn hier benutzt.
Ich hätte theoretisch vor den Q vorlaufen können. Aber es wäre nicht Wolf gewesen. Assist. Warum kein Nashes Zahn? Weil ich ein Burst-Bild haben möchte und kein DPS-Bild. Oh, schade. Du kannst natürlich auch Nashes Tooth bauen, ne? Du musst halt immer gucken, was du... Oh, lol! Ich hab gar nicht aufgepasst. Du musst halt immer selbst gucken, wie du das Game spielen möchtest. Aber gegen Riven zum Beispiel willst du keine DPS haben. Sondern generell Burst, weil sie hat auch versucht, mit dich wegzubursten. Und entweder burstest du dann, oder sie läuft weg. Ist halt auch ein recht mobiler Champion, ne? Die gute Riven. Okay, my bad. Mir fällt auf, ich brauche Morellos hier. Geht trotzdem noch den Assist, oder? Ja, nice, mein Assist. Let's go. Okay, let's go. Jetzt von Xera zur Zeit. Ich finde den nicht so toll. Jetzt fragst du dich bestimmt, Silphi, warum magst du Xerath nicht? Erzähl mir doch mal warum. Weil die Riven boosted ist. Nein, ganz einfach. Was die Xerath bietet, ist Wave Clear. Und jeder, du kannst doch einfach Viktor picken, ja? Der braucht nicht mal eine Blue Buff, der haut einen Laser durch und dann Wave Clear. So, und ich meine, wenn du poken möchtest, oh, kannst du sagen, okay. Aber dann stell dir die Frage, warum solltest du Viktor zu Poken picken? Ja. Klar, er hat High Range. Aber du kannst dann auch sowas. Du kannst dann jetzt hier. Ist jetzt wieder ein Beispiel, ne? Du kannst hier auch wieder Viktor nehmen. Weil Viktor kann auch auf einer Decent Range mit seinem Laser poken. Also Viktor. Was sag ich da? Meiner Meinung nach hat Xerath nichts, was ihn so krass besonders macht, weswegen du ihn picken solltest. Also als Pick an sich ist er nicht schlecht, ja. Aber die Frage ist halt immer, was bieten die anderen Champions? Das ist so wie Zack, okay? Zack war schon immer ein okay Jungler, ja? Aber er wurde nicht gespielt. Warum wurde er nicht gespielt? Weil die anderen stärker waren als er. Nicht, weil er schlecht war, sondern weil die anderen stärker waren. Und jetzt, nachdem die Meta-Jungler genervt worden sind, ist Zack wieder gekommen. Oh lol, holy shit, ihr habt uns beide gemacht. Oh, holy shit. Ah, ich hab auch gar keine Resis, ne? GG Boys, das war ein easy Teemo-Game. So spielt man Teemo, ne? Ah, S, Teemo, S. Es steht für super.